Mahlzeit, Leute, herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance. Wir sind hier im Wartestand auf den Angriffstrupp des Forts. Wurde eigentlich mitgeteilt, dass der kommen sollte und dass der Ernie, das Dörfchen Ernie, angreifen möchte. Bisher kam nichts. Ich habe jetzt mal am Ende der letzten Folge doch noch die Milizausbildung gestartet. Vielleicht kriegen wir die Miliz ja noch fertig, denn die dauert nur einen Tag. Und dann hätten wir zusätzlich zu Alpha und Bravo Trupp, die hier beide stationiert sind, hätten wir dann zusätzlich noch 4 Milizsoldaten. Kann auch nicht schaden. So, der Charlie Trupp sitzt hier oben und wartet. Wobei, das ist jetzt eigentlich doof, ne? Weil hier noch eine Diamantenlieferung durchläuft. Wisst ihr was? Der braucht nicht warten. Der reist jetzt mal hier rein, holt sich die Kontrolle wieder. Und dann am besten hier hin. Dort laufen beide Diamantenlieferungen durch. Wenn wir beide abfangen können, umso besser. Wobei, ich wiederhole mich, Geld ist mittlerweile kein Problem mehr. Wir lassen mal laufen. So, angekommen, Kontrolle über Mudwater Bridge erlangt. Da müssen wir eigentlich nicht rein, ne? Da waren wir schon. Das heißt, wir... Ah, das ist der kürzere Weg. Gut, dann ist das der kürzeste Weg. Dann nehmen wir den. So, und da sitzen wir im großen Wald und warten auf 2 Trupps. Wir könnten, na gut, da sitzt ein Armeetrupp. Chalet de la Paix. Ein Hafen und eine Reparaturwerkstatt ist hier. 14 Mann. 14 Mann ist eine Hausnummer, ne? Wir bleiben, nö, wir warten hier erstmal schön auf die Diamantenlieferung. Und hier gucken wir mal kurz rein. Ja. 4-mal Elite. So, aber was ist hier los? Wie lange sollen wir hier noch warten? Wir verlängern jetzt erstmal den Vertrag von Wolf. My time's almost up. I need to know where you're coming. Looks like you can... Kein Problem. Verlängert. Also wenn sie nicht kommen, ich werde hier Milizausbildung abgeschlossen. 4 Verteidiger trainiert. Weiter, weitermachen. Dann setzen wir hier 8 rein, habe ich auch kein Problem mit. Und wenn sie dann immer noch nicht kommen, dann greifen wir das voran. Dann gehen wir selbst in die Offensive. Da kommt das erste Schiffchen. Ah, eben kommen sie. Eben kommen sie. Kurz bevor die zweite Miliz-Truppe fertig wäre. Schade. Gut, nächste Verlängerung und zack. 16 Mann gegen Geschützexperte Sturm gegen 6 Mann. Okay, wir haben Tag, 5.03 Uhr. Das heißt, wir brauchen nicht die Nachtsichtgeräte. Ob wir die Gasmasken brauchen, werden wir sehen. Also, los geht's. Hä? Warum geht hier... Okay, mit Einsätzen... Da kommen sie. Da kommen sie. Können wir hier... können wir hier dieses Maschinengewehr besetzen? Of course. Meltdown hier. Meltdown. Bedienen. Ran an das Ding hier. Wenn jemand damit umgehen kann, dann Meltdown. Und dann haben wir hier oben... Can do. Das... Hier setzen wir mal Wolf hin. Und wer hat das zweite? Eis. Dann setzen wir hier hin. Don't tease me. We will do. Und wir versuchen mal, ob wir die noch nach vorne bringen. It's me, Thor. So, Meltdown, benutzt das Ding mal. Ja, aber... kann die wirklich nur diesen Winkel? Das ist ja beschirrt. Das ist ja... Hä? Nein, oder? Was ist denn das? Das deckt hier... Das Ding kann ich nicht drehen? Wie bescheuert ist denn das, wenn der Feind von da vorne kommt?
Tja. Zu früh gefreut, ne? Das Ding hätte ich natürlich sehr, sehr gerne benutzt. Aber bringt ja nichts. So, wo ist die drei? Ich will die hier vorne stehen haben. Und dann... Ach, hier haben wir ja auch noch einen. Kommen die gar nicht? Was ist denn los mit denen? Ah. Come on. Na? Ich meine, wir können auch, ich kann einen der Scharfschützen. Wie sieht's denn aus? Oil up those muscles. You got it, killer. So, Ice, wie sieht's aus? Kannst du hier... Du bist high. Wir probieren es von hier. Okay. Tja, welchen nehmen wir? Nichts ahnend. Sturmsoldat. Geschützexperte. Geiles Teil. Geiles Teil. Och, Basil, warum stehst du hier mitten auf der Straße rum? Hau ab, schmieriger Basil. Oh, okay. Hat er einen Helm auf? Oder war das eine Schweizer Maske? Ernie Ranger. Okay, es gibt Rekruten und Ernie Ranger, die kämpfen hier auch. So, wir sind dran. Ja. Yes. The hell you want? Ich meine. Es ist ein bisschen... Oh. Na, guck mal. Ah, es ist sauweit, aber wir probieren es. Treffer. Ah, Beweglichkeit hat sie bekommen. Weil sie hier schön... locker flockig durch irgendwelche Fenster springt. Ne, das, boah, das machen wir nicht. Guck mal, die hier sind sogar noch nichts ahnend. Das ist ja auch geil. Dann schleichen wir uns mal hier noch rüber. Können wir den... Ah, ist zu weit. Ist zu weit. Ich sehe es ja ein. Wo ist der zweite Wolf hier oben? Können wir mit dem Ding auch Überwachung schießen? Ja, aber reicht nicht von der Reichweite her. Schade, schade, schade. Ja, der ist zu weit weg. Das war natürlich nichts hier hinten. Bei aller Liebe zu dieser Waffe, aber das ist zu weit. Okay, wir beenden mal den Zug. Lasst sie kommen. Jetzt kommen aber auch nur die drei hier, oder wie? Die zwei Kommandosoldaten hier, die schlafen noch. Na, jetzt töten die Basil, oder wie? Mann, Mann, Mann. Verbündetenzug. So, blitzschnelle Reflexe, die hat er jetzt damit aber verbraucht und liegt.
Also, dass dieses Maschinengewehr, das auf den Strand gerichtet ist, ist ein bisschen kurios. Das haben wir ihnen damals geschenkt, glaube ich. Ne? Das war das Maschinengewehr, das man im Bunker gefunden hat. Und das war so eine Nebenquest. Ja, das sagst du richtig. Und dann... Ach, jetzt hat er natürlich auch blitzschnelle Reflexe, verdammt. Don't tease me. Hello. Meltdown here. Easier than shooting beer bottles. Das war das andere. Oh, PSG 1. Das lässt auch einen guten Schlag. I like it. Na gut. Wie sieht's aus? Überwachung. Hallo. Hallo. Hallo, Tor. Presently in attendance. Okay. Altmaterial gefunden. Laufen und schießen. They shoot like the locals. Okay, die beiden hier sind immer noch, die sind immer noch schlafend quasi, haben noch nichts mitbekommen. Gut, soll mir recht sein. Schauen wir mal, ob wir den hier oben, Hä? If I miss, it is okay. Okay, ne, das ist, wir haben aber den hier noch, Wie sieht's mit dem aus? Ah, jetzt haben wir zu wenig AP. Na, schade. It's me, Thor. On my way. Können wir ihn von hier treffen? Sorry, there is only so much of positive energy. Ja, weil er liegt, ne? Weil er liegt. I will cleanse the battlefield of evil energy. Wie sieht's denn jetzt da hinten aus? Sollen wir die... There. Fidel, wo? Ah, wir warten noch ein bisschen und dann bringen wir Scope noch ran, dann machen wir die vielleicht in einem Zug weg. Mit drei Leuten. Acknowledged. Und Kalina... Nee, das macht wenig Sinn. Wir bringen sie trotzdem näher ran, vielleicht dann halt für die nächste Runde. Und irgendwo haben wir noch Wolf mit dem zweiten Scharfschützengewehr. Gas geben, rankommen. Zug beenden. So, die ersten Verwundungen sind drauf. Jawohl, hier haben wir ihn. Auch das. Und wenn er jetzt noch einen Schritt kommt, kriegt er noch einen. Nee, macht er nicht. Er liegt zumindest nicht mehr. Das heißt, eigentlich müssten wir den... Nein, jetzt schießt... Okay, jetzt... Jetzt sind die Jungs da hinten aktiviert. Danke an die Ernie Rangers. 29. Jetzt haben sie uns gesehen. Wunderbar. Na gut, wir sind zu dritt. Ich denke, die kriegen wir in der nächsten Runde raus. Okay. Fangen wir da hinten an. Fidel. I see you.
Ja. Kriegst du noch einen auf den Oberkörper und dann müsste vorbei sein, oder? Gut. Scope. That shall not be much of a bother. Wir gehen auf den Kopf. Oh, Streifschuss nur. Okay. Ready to shoot. Dann nochmal Kopf. Ja, dann macht's eben Alpha. Wir haben's. Moral steigt. Eis. Ha, 155. Ah, sind das geile Waffen. Ich werd wahnsinnig. Wie viel brauchst du denn zum Schießen hier mit dem Ding? Mindestens 9. Oh Gott, okay. Können wir es probieren hier mit Wolf? Nee, das ist zu weit. Nee, komm, wir machen es mit. Wir hatten ja hier noch Meltdown, ne? Mit dem anderen schönen Ding. Auf den Kopf. 81 sind auch in Ordnung. Unreichen. Das war's. What's on your mind? Gut. Wir heilen. Gar kein Medipack oder was? Meltdown heilt. So, hier hinten können wir plündern. Munition, Warschauer Pakt. Leider, das ist die falsche NATO-Munition. Die falsche 762er. Von der haben wir nämlich genug, ne? Da haben wir über 500 Schuss. Zerlegen. Yes. What's up, player? So, was lasst ihr fallen? Blendgranaten. Stabhandgranaten nehmen wir gerne. Come on, show me some bling, show me some cheddar. Gut. Jawohl, das sind die richtigen. Die machen Bums. HE. Gut, das war's, ne? Das war's. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal noch kurz die Verwundung heilen. Wir werden die Miliz auf 8 bringen. Und dann starten. Wir machen Milizausbildung. Ah, die läuft sogar schon weiter. Wunderbar. Und ansonsten, wir können mal gucken, wie sieht es denn mit Munition herstellen aus? Fidel. Kriegen wir hier irgendwie? Nein. 10 Kaliber 50. Getroffene Feinde sind ungeschützt und verlieren die Vorteile von Deckung. Fügt Brennen hinzu, was wir brauchen. Was ist denn das? Wir brauchen 10 normale und 2 Molotow-Cocktails und da bastelt er dann ernsthaft. Nutze mechanische Teile und andere Komponenten. Machen wir doch mal. Wobei andererseits, wenn sie mit der Waffe schießen, das ist doch eh alles One-Shot, oder? Wir kriegen hier nur Warschauer Pakt-Munition. Irgendwie ist das blöd. Nee, wir werden auch das nicht herstellen. Das ist... Können wir Sprengkörper herstellen? Können wir auch nicht. Wir haben keine Bauteile. Wir haben überhaupt keine Bauteile mehr in dem Trupp, oder wie?
12. Gut. Ach, hier ist Schwarzpulver. Trupprucksack, da ist doch alles drin. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wir haben doch genug Schwarzpulver. Hier zeigt er mir an, 0. Teileliste. Ach Gott, okay, jetzt, okay. Das hinten habe ich und das wird benötigt, wenn, um das herzustellen. Alles klar. Ja. Aber warum? Was fehlt mir denn dann für zum Beispiel für jetzt diese normale NATO-Munition? Wo sind wir denn? Hier. Keine Bauteile, aber der Trupp hatte doch Bauteile. Ich bin verwirrt. Der Alpha-Trupp hat Bauteile. Wenn wir die jetzt da reinlegen und sie dann denen geben, dann kann Fidel bauen. Okay, sie stehen im gleichen Sektor, greifen aber auf unterschiedliche Inventare zu. Das ist ein bisschen schwierig. So, jetzt. NATO, warum geht die NATO panzerbrechend nicht? Weil wir 30 Schuss Standard brauchen. Okay, aber wir können ja Standard herstellen. Standard können wir herstellen mit Bauteilen Schwarzpulver. Dann kriegen wir 30 und dann können wir danach mit weiteren 10 Bauteilen panzerbrechend draus machen. Okay. Das klingt nach einem Plan. Jetzt. Gut. Alles klar. Wir warten ab. All done. If you need me, I will be reading my book. Und die Milizen sind aus. Ich kann weiter? Mehr als 8 geht doch nicht, oder? Nee. Nö, ich denke, wir werden dann auch losmarschieren, sobald wir geheilt sind. Der Trupp kann eigentlich schon los. Was? Ach. Jetzt war ich auf dem Charlie-Trupp. Charlie-Trupp bleibt natürlich hier stehen, wo er ist, denn da kommt ja bald Besuch. Hier wird geheilt und der im Bravo-Trupp ist Fidel. Okay, dann können wir eh keinen losschicken. Warten. Munition ist hergestellt. Wenn wir jetzt irgendeine Waffe zerlegen, kriegen wir ja auch wieder Bauteile. Wir bräuchten jetzt nochmal 10 Bauteile, um Keks? Okay, hat sie den Keks gegessen. Was auch immer das bringt. 20 Kekse. Lecker und nahrhaft. Okay. Was können wir denn zerlegen? Brauchen wir auch keine 2, ne? Ist ja auch nur ein 70% Zustand. Zerlegen. Gut.
Gut, dann haben wir jetzt wieder 28 Teile. Jetzt können wir die Dings herstellen, panzerbrechend, oder? NATO. Genau. Wie oft? Wo stehen jetzt, wie viel? Hier steht jetzt nicht, wie viele Bauteile wir benötigen. Ne? So viele Bauteile haben wir nämlich gar nicht, oder? Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Ah ne, es ist... Mehr geht auch nicht. Ist schon wieder weg. Gut. Starten. So, da hinten kommen die Diamanten. Wir haben hier die Verwundungen weg. Dann können wir hier schon mal losreisen mit dieser Truppe. So, Hitman, Vertrag verlängern. Passt. Der Rest kommt jetzt bald hinterher. Wir gucken jetzt mal, wenn sobald die Munition fertig ist hier, können wir Fidel den Trupp nachziehen. Hier müsste auch jeden Moment die Söldner kommen. So, jetzt ist die Munition fertig. Wir schicken den Trupp hinterher. Und jetzt gibt es ein paar Verträge zu verlängern. Ne? Barry, Fox, Meltdown, Steroid. 4 Stück. Machen wir direkt. I'm a busy girl. Einmal. If Wolfie is already on the payroll, then sign me up. Meltdown Nummer 2. Good enough. I'll stick around. Sehr gut. Barry. My contract is- Und wer war es noch? Steroid, ne? Hier. My contract is almost at completion. Ja, logisch. Very good. I am excited. Gut. Sehr gut. Also, kann weitergehen. Beide Trupps sind hier angekommen. Jetzt greifen wir an. Tor. When my contract, your aura exudes positivity and con- So, und da sind wir. 12 gegen 16. Ein Anführer, Lance Hunter, Sanitäter, Kommandant, 2 Soldaten, 2 Stück, 2 Scharfschützen, 2 Geschützexperten und 6 Wachen insgesamt. Und da müsste dann vermutlich Santiago Corazon auch sein in Fort Le Bleu. Und das werden wir morgen spielen. Ich freue mich drauf. Wird ein großer Kampf, 12 gegen 16. Aber naja, wir sind, glaube ich, gut vorbereitet und ich liebe diese neuen Waffen. Hahaha, die machen Laune. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschö, tschö.